Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Leute, willkommen. Das Wichtigste ist, ich habe mir gestern einfach mal die Analytics angeguckt von YouTube und es schauen mir 120.000 Menschen zu und 15.000 haben abonniert. Leute, lasst doch mal bitte ein Abo da. Vielen Dank. Und nun kommen wir zu kritischen Content, weil wir müssen uns unterhalten. Gerade, ich weiß, es gucken Österreicher und Schweizer zu und von woanders auch noch, aber Deutschland und Deutsche, wir haben ein Problem. Nicht nur mit der Politik, zum Beispiel mit dieser Frau. Achtet mal auf ihr Lächeln. Nein, und das ist auch richtig so, dass ich mich politisch nicht in das Arbeiten des Verfassungsschutzes einmische. Das mache ich nie. Ja, Frau Faeser. Mensch, ich weiß nicht genau, auf was wir momentan hinzusteuern. Aber was Frau Faeser und ihr Maulwurf da von sich gibt, lässt meine Alarmglocken auf. Helen. Zahlreiche namhafte Juristen im Land wie Rupert Scholz, Wolfgang Kubicki, Volker Böhme-Nestler, Joachim Steinhöfel oder auch Dietrich Mueswig sagen, dass sie beide aufgrund ihres Umgangs mit der Meinungsfreiheit und dem Rechtsstaat selbst ein Fall für den Verfassungsschutz wären. Herr Kubicki sagt sogar, sie wären eine Gefahr für die Demokratie. Frau Faeser, wie beurteilen Sie diese Einschätzung? Das ist eine absurde Einschätzung, weil wir in keinster Weise in die Meinungsfreiheit eingreifen. Tun wir ja nicht. Wir haben keine neuen Gesetze, die Meinungsfreiheit einschränken und insofern ist das Unsinn. Dazu eine Nachfrage. Aber Frau Faeser, Sie sagten ja Sätze, die durch wirklich eigentlich die ganze Medienlandschaft gingen, auch Sie, Herr Hallenwagen, die kritisiert wurden, zum Beispiel diejenigen, die den Staat verhüllen, müssen es auch mit einem starken Staat zu tun bekommen oder Sie, Herr Hallenwagen, mit Sprach- und Denkmuster. Und wir haben ja auch diesen neuen Phänomenbereich, die Legitimierung des Staates seit 2022, der Corona-Pandemie, der ja auch vielfach in der Kritik steht, auch bei Verfassungsrechtlern. Sehen Sie dann nicht bei Ihnen selbst eine Vermischung, wie es kritisiert wird, auch von vielen kritischen Journalisten, von Rechtsextremismus und Rechts? Und diese Delegitimierung des Staates, diesen Phänomenbereich, sehen Sie den nicht auch als Gefahr, dass das ausgenutzt werden könnte von solchen Ämtern in der Zukunft, besonders wenn es um Regierungskritik geht? Also zunächst möchte ich ganz allgemein sagen, dass es mindestens so viele oder vielleicht sogar ein paar mehr Verfassungsrechtler gibt, die haben überhaupt kein Problem damit, wie wir eben diesen neuen Phänomenbereich eingerichtet haben. Und ich will das nicht alles nochmal wiederholen. Fakt ist nur, es geht dabei um Personen, die ohne dem Bereich Links- oder Rechtsextremismus anzugehören, eindeutig verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Sie wollen den Staat überwinden, sie wollen Widerstand gegen diesen Staat leisten. Widerstand gegen falsche Politik möchte ich auch leisten und einfach nur ein bisschen aufklären, was so gesagt wird. Also treffe ich ja genau in seine Zielgruppe rein. Sie wollen ein anderes System schaffen und damit sind die roten Linien unserer Verfassung überschritten und es war notwendig, diesen neuen Phänomenbereich einzurichten, um eine entsprechende Beobachtung dieser Person. Und das sind jetzt nicht viele in Summe. Niemand soll glauben, alle Demonstrierenden gegen Corona-Maßnahmen würden jetzt darunter fallen. Nur sehr, sehr wenige aus diesem ganzen Umfeld. Aber die, die roten Linien überschritten haben, die müssen auch beobachtet werden. Zum Glück ist ja schon mal jetzt Eingang von der SPD. Malu Dreyer kündigt Rücktritt als Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz an. Super, dafür schon mal einen Applaus. Oh. Der Hallenwagen hat ja gesagt, den roten Faden überschritten. Aber sind die Politiker nicht auch ständig so, dass sie den roten Faden bei uns Bürgern überschreiten? Wie damals Frau Dreyer. Also Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Die dürfen sich eigentlich nur mit Ungeimpften treffen, im eigenen Hausstand oder mit einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand, zwei Personen. Den Schutz, den wir haben, nämlich sich zu impfen und zu boostern, das ist wirklich total wichtig. Ja, Ungeimpfte durften nämlich gar nicht feiern. Warum auch? Also Menschen zwar der Klasse, unser Grundgesetz heißt ja auch, die Würde des Menschen ist antastbar. Und gleiches Recht für alle ist in manchen Fällen einfach nicht gegeben. Im Übrigen gab es viel Kritik an meiner Bemerkung, die Meinungsfreiheit gilt nicht uneingeschränkt. Auch unterhalb von strafrechtlichen Grenzen muss der Verfassungsschutz schon tätig werden. Dafür wurde ich sehr kritisiert. Ich habe aber die Äußerung in enger Abstimmung gemacht an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel für meine These. Durch Hamburg laufen mehrere tausend Islamisten und fordern die Abschaffung
der Bundesrepublik Deutschland. Sie fordern die Einrichtung eines Kalifats unter der Führung religiöser Führer, die natürlich nicht demokratisch gewählt sind. Sie fordern die Einführung der Scharia mit allen eben entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten. Nichts davon, keine dieser Parole ist strafbar. Aber alle, die mich kritisiert haben für meinen Satz, auch unterhalb der Strafbarkeit muss der Verfassungsschutz tätig werden, fordern von mir die Beobachtung dieser Gruppierung. Und zu Recht. Wow, was ein tolles Beispiel. Deswegen schickt man auch zu einer 15-Jährigen oder 14-Jährigen wegen einem Schlumpfenvideo auch gleich die Polizisten hin. Ja, klar. Also du hast doch den Schuss nicht gehört, Haldenwang. Bin auch froh, wenn du weg bist und die ganze Regierung auch. Zur Nachfrage, also sehen Sie das nicht kritisch, diesen Phänomenbereich der Legitimierung des Staates? Den haben wir eingerichtet aus gutem Grund. Warum soll ich das kritisch sehen? Bleiben wir kurz beim Haldenwang, weil er hat da sowieso eine tolle Meinung. Ich weiß nicht, ich als Deutscher sehe das komplett anders. Könnt gerne reinschreiben, was ihr dazu sagt. Was anderes ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform von ganz vielen, die es weltweit gibt. Es gibt Kommunismus, Sozialismus, es gibt eben religiös geführte Systeme, es gibt Monarchien, all das gibt es und all das kann man auch in Deutschland sagen. Wie findet ihr denn das, dass er das Kalifat als eine Regierungsform ansieht? Meine Meinung, er ist von allen guten Geistern verlassen. Aber das ist diese ganze Bundesregierung. Doch es gibt auch viele verwirrte Leute, wie diese junge Frau. Studien zeigen einmal wieder, der Kontinent, der sich von allen Kontinenten am schnellsten erhitzt, das ist Europa. Luisa hat absolut recht. Europa erwärmt sich am schnellsten, kann man überall nachlesen. Und vor allem Deutschland erwärmt sich am allerschnellsten. Siehe hier, ich habe außerdem gelesen, dass sich Afrika schneller erwärmt als alle anderen. Außerdem habe ich gelesen, die Antarktis erwärmt sich auch schneller als alle anderen. Ja, Meinungen und Aussagen und Informationen gibt es viele, aber müssen wir uns als Deutsche wirklich alles bieten lassen? Ich bin der Meinung, nein. Dass ich hier geboren wurde, siehst du nicht. Sagst, schwarze Frauen sind ratchet, doch fragst mich, wo ich meine Braids machen lasse, trägst Baggy Jeans und Hoop Earrings, liebst alles, was wir tun, doch empfindest Hass für meine Rasse. Willst uns hier raus, doch siehst nicht, dass wir die Farben in dieses kalte Land bringen. Oh, wir sind also ein kaltes Land. Ja, das ist ja schon mal sehr nett. Vielen Dank dafür, du Deutsche. Danke, dass du uns das Land aufgehellt hast. Obwohl, du bist ja dunkel, egal. Doch du denkst nicht nach, dein Hass ist blind. Doch denk dran, was alles mit uns geht, wenn wir gingen. Du lebst Rock'n'Roll. Ach, seitdem es von Elvis geklaut wurde und es keine Nigger mehr singen. Dein Kaffee am Morgen kommt auch mit, denn der kommt aus Kenia. Der Döner, der Gyros und sogar der Pfeffer für deine Kartoffelgerichte. Selbst Gastfreundschaft nehmen wir mit, denn die war ohne uns nie hier. Wir sind das widerwärtigste Volk, was diese Frau gerade sagt, die es anscheinend je gegeben hat. Was sind wir nur für abartige Menschen in Deutschland? Und wenn du jetzt zweifelst, beschäftige dich mal mit deiner Geschichte. Schiebst Hass auf uns, doch es sind Wunden in deiner eigenen Seele. Deine Mom stand auf schwarze Pädagogik, daher kommst du nicht klar mit Gefühlen, doch. Nein, meine Mutter ist das völlig egal. Sie kommt aus der DDR, sie kennt sowas gar nicht. Du spürst den Cut in deiner Kehle. Hast nie gelernt, was Liebe in deinem traurigen Leben bedeutet. Also, was sie sagt, ist wirklich krass. Also, wer ist diese Person und warum zieht sie über uns Deutsche so her? Anscheinend ist sie nicht gerne in Deutschland. Vielleicht sollte sie dann einfach sagen, komm, dann geh bitte woanders hin, da wo es halt schöner ist. Mach's doch einfach. Hältst du einfach davon, bevor du hier irgendeine Predigt laberst. Deshalb triggert dich die Mom im Kopftuch, die ihre Kinder voller Liebe empfängt, wenn die Schulklingel läutet. Chronischer Selbsthass, gemixt mit Nazi-Blut. Lass dich mal von uns zu einem Chai einladen. Das tut der Seele gut. Dein größtes Vorbild? Ein 1,75-Typ, der nur ein Ei hatte. Oh, ist das behindert, ey. Oh, Gottes Willen. Bewusst seinen Scheiß auf andere überträgt und 17 Millionen Leben auf seinem Gewissen hat. Nichts anderes als eine menschliche Ratte. Und du schaust einfach nur zu, wie die AfD immer mehr Wähler bekommt. Halt die Fresse, wenn alles eskaliert. Du wusstest genau, was auf uns zukommt. Ja, oh, so Mausekind. Wenn selbst Ausländer sagen, Deutschland ist voll, dann sollte man auch darauf hören. Und nicht so wie du einfach jeden ins Land lassen. Du kannst ja gerne alle aufnehmen. Jetzt hast du nur Nachbarn Ausländer. Ja, ist leider so. Also da muss ich was ändern. Was würden Sie sich denn wünschen? Ich bin Türke. Ich lebe seit 74 Jahren in Deutschland. Muss ich ehrlich sagen, Schluss. Die Grenzen, die müssen zubleiben.
voll. Ist zu voll. Ist voll. Deutschland ist voll. Jetzt allgemein. Mhm. Nicht jetzt Bulgarien, Rumänien, auch Türken. Mhm. Komplett. Ja. Die müssen zumachen, die Grenzen. Ist zu voll. Ja. Das, glauben Sie, ist auch der Grund für die AfD, dass sie so viel Stimmen kriegen? Ja. 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 So, Mausekind, vielleicht hast du auch mal das wieder gehört. Es ist einfach zu voll. Ich glaube, ich und die meisten meiner Zuschauer haben gar kein Problem damit, wenn welche ins Land kommen, die sie integrieren können. Aber wenn das Schiff voll ist, ist es voll. Und das, was momentan passiert, die schrecklichen Taten, ist ja nicht so alles so nebenbei, sondern 26.100 statt 13.800 doppelt so viele Messerangriffe wie in Fesers Statistik. Das sollte dir mal zu denken geben. Nicht, weil wir so scheiße sind, weil 2006 zu Gast bei Freunden. Schon vergessen? Wir sind nicht der Grund. Es fing damals nicht direkt an mit Gaskammern. 19. Februar 2020. Der Anschlag in Hanau. Doch du schaust weg, sagst, wir würden nur jammern. Wie viele Einzelfälle, wie viele von uns sollen noch ihr Leben lassen? Wach nicht erst auf, wenn Ausländer raus mehr als ein Spruch ist. Du siehst weg, während sie uns zu Tode hassen. Jeder, der jetzt wegschaut, ist eiskalter Mittäter. Wer Nazis bei der Popo aufdeckt, gilt eiskalt als Verräter. Ganz ehrlich, fickt euren Hass und fickt eure Nazi-Ideologie. Leider gibt es in euren Kreisen kein einziges Genie. Wollt uns begraben, doch merkt nicht, dass wir wie Samen sind. Ich bleibe hier und mit mir mein schwarzes deutsches Kind. Da spürt man doch auch gerade auch mit der Melodie, wie viel Hass da entgegenkommt. Von wem geht also der Hass aus? Doch zur deutschen Leitkultur. Wenn ich mir das hier anschaue, damals 2014, Deutschland immer noch hervorragend vor der komischen Einwanderungswelle. 2024 kaum was zu sehen. Woran das wohl liegt? Und hier das Hier und Jetzt. Banner, transparente Fahnen, Flaggen mit Stangen verboten. Transparente Banner, Schilder und Symbole und Plakate verboten. Wer möchte uns nun unsere Identität klauen? Die Damen von eben gerade mit dem Hass? Aber ich möchte euch noch eins zeigen, eine junge Dame, die hat auch was zu sagen. Meine deutschen Freunde, ich habe eine Frage. Ich sehe keine deutsche Flagge draußen hängen. Ich sehe türkische Flaggen, ich sehe italienische Flaggen, kroatische, polnische Flaggen. Ich habe nicht das Gefühl, dass EM in Deutschland stattfindet, weil ganz ehrlich, die Deutschen, wo seid ihr? Warum feiert ihr nicht? Ich kann eure Begeisterung für euer eigenes Land nicht fühlen. Und bitte komm mir nicht, ja, aber wenn ich eine Flagge, deutsche Flagge auf meinem Balkon hänge, dann sagen, dass ich Nazi bin. Das hat nichts damit zu tun. Du bist patriotisch, du stehst für dein Land. Und ehrlich gesagt, ich habe auch meinem Mann gesagt, häng mal eine deutsche Flagge raus. Was soll das? Ich habe nicht das Gefühl, dass man die EM fühlt, dass sie in Deutschland die EM ist. Man, guck euch mal in Hamburg, was die Holländer gemacht haben. Genau das sollten auch Deutschen machen. Rausgehen, feiern, fühlen. Das Land, die Mannschaft fördern, unterstützen. Motivation. Ich fühle gar nichts. Ich fühle nichts davon. Sag mal, wo ist euer patriotisches Gefühl für eure Mannschaft? Ihr solltet sie supporten. Patriotismus in Deutschland wird ja nicht gefördert. Seitdem auch seit Ende 2023 oder Anfang 2024, seitdem ja alle gegen rechts aufstehen, darfst du doch das gar nicht mehr. Es ist doch nicht mehr gewollt, dass du patriotisch bist zu deinem Land. Denn hören wir uns nun mal auch solche Berichte an. Wenn es um Deutsche geht, kann man ganz klar sagen, es sind Deutsche. Wenn es um Nicht-Deutsche geht, dann... Nach der Messerattacke in Mannheim vor 2 Tagen ist der schwer verletzte Polizist verstorben. Das haben die Behörden soeben bestätigt. Am Freitag hat ein Angreifer auf dem Mannheimer Marktplatz einen Islamkritiker attackiert. Schwerer Vorfall in Hamburg. Die Polizei hat dort einen Mann angeschossen. Der Deutsche war mit einem spitzen Hammer und einem Molotow-Cocktail bewaffnet. So wird zweierlei Maß gemessen. Nicht nur von der Politik, sondern auch von der Medienwelt. Deswegen, für kritischen Content, lasst gerne bei mir ein Abo da. Jeden Tag aufs neue Videos. Ich stehe zu meiner Herkunft. Ich bin Patriot. Ich liebe Deutschland. Und das feiern ja auch viele. Bei mir im Studio Anna Schneider. Anna, wir wollen nämlich darüber reden. Das war ein super Start für Deutschland bei dieser EM. Und schon gibt's Kritik. Die Deutschen freuen sich. Viele haben Fähnchen am Auto, an den Gärten, Schwarz-Rot-Gold im Gesicht. Und es heißt ja, es darf man nicht zu viel machen, gerade hier in Deutschland. Genau, nicht in Deutschland. Also das kann's doch nicht sein.
Das ist doch lächerlich hoch 10. Alles für das deutsche Vaterland. Aber trotzdem gab es so im Vorfeld zumindest so ein paar Medienberichte, dass man so ein bisschen aufpassen sollte, ob man wirklich jetzt die Fahne zeigen möchte. So bei NTV konnte man lesen, so ein Interview mit einem Sportsoziologen, dass das Anfeuern auch schnell zu Rassismus werden könnte. Also da merkt man schon dieses ein bisschen verschämte und verklemmte Verhältnis der Deutschen zu ihrer eigenen Nationalflagge. Was meint ihr denn? Sind das wirklich wir Deutsche, die das machen? Oder sind das wirklich die Medien und die Politik, die das macht? Das ist eine Frage an euch. Spielen denn da die Medien, aber vielleicht auch die Politiker oder einige Politiker? Also man muss schon dazu sagen, der Großteil der Medien haben sie da schon ordentlich rausgehalten. Deswegen stechen diese einzelnen Beispiele noch viel mehr hervor. Aber es ist irgendwie so eine Entwicklung, die wir beobachten in den letzten Jahren. Also dass man eher nicht mehr stolz sein will auf sein Land, aus teilweise verständlichen Gründen. Also wenn das nämlich missbraucht wird von Rechtsextremen oder wirklich Nationalisten, okay. Aber dass man es irgendwie nicht mehr schafft, den Mittelweg hinzukriegen. Weil Nationalismus ist nicht dasselbe wie Patriotismus, oder? Nationalismus ist, ich liebe mein Vaterland und ich verachte andere. Patriotismus ist, ich liebe einfach mein Vaterland. Ja, ihr Lieben da draußen. Schreibt was dazu. Wie steht ihr dazu zum deutschen Vaterland? Wenn ihr Ausländer seid, wie seht ihr das? Sollten wir Deutschen uns wieder zu unserem eigenen Land bekennen, bisschen patriotischer sein und uns nicht so von der Außenwelt beeinflussen lassen? Auch wir sind Menschen und auch wir dürfen stolz sein auf unsere Nation, auf unsere Herkunft. Und wir sollten uns das von niemandem nehmen lassen. Und deswegen, Leute, ich würde mich über eine Unterstützung freuen, wenn jeder nur 50 Cent oder 1 Euro spenden würde. An PayPal unten in der Beschreibung drinne oder an mein Bankkonto würde mir das sehr viel helfen. Und wenn nicht, genießt weiterhin die Show. Ich freue mich aber über jedes Abo, über jeden Like und über jeden Kommentar. Somit, Leute, macht es gut. Gerne bis zum nächsten Mal. Haut rein.